Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 3. Ja, Let's Play Zombie World im RPG Maker MV auf der Nintendo Switch. Ja, hier sind wir ja das letzte Mal im letzten Part am Ende angekommen. Und wir müssen natürlich immer noch nach Cliptown. Ja, wir sind jetzt hier im Yariza-Gebirge voraus, Yariza-Höhlen und Cliptown. Ja, das heißt, wir begeben uns jetzt hier auch gleich auf die Reise. So, schauen wir mal. Tomoya, das ist ja schrecklich. All das hier war noch vor wenigen Monaten ein fruchtbares Land und nun... Ah, okay, diese Wüstenwelt hier war anscheinend vorher alles fruchtbar noch, okay. Nice, ja, jetzt ist alles Wüste hier anscheinend. Ja, das gesamte Königreich scheint bis auf ein paar Ausnahmen in einer kompletten Dürre verfallen zu sein. Wenn daran wirklich dieser Zombie-Ursprung schuld sein sollte, dann sollten wir davon ausgehen, dass nun die ganze Welt so aussieht. Aber das würde ja bedeuten, dass es keinen Ort mehr gibt, an dem wir Menschen leben können. Beruhige dich, das war ja auch nur eine Vermutung. Zum Aufgeben ist es jetzt ohnehin zu spät. Wo ist denn der Tatendrang hin, den du vorhin beim Aufbruch hattest? Hi. Ja, du hast ja recht. Hey, wir sind immerhin schon am Yariza-Gebirge. Wenn wir dort vorne durch die Höhlen gehen, müssten wir auch schon bald in Cliptown ankommen. Okay, nice. Stimmt, aber dort drinnen könnten sich Unmengen von Zombies verstecken. Wir sollten vorsichtig sein und uns mit genügend Gegenständen eindecken, die uns im Kampf helfen. Je mehr Zombies wir vernichten, desto besser. Ah, schauen wir mal, hier vorne haben wir jetzt erstmal wieder so eine Statue mit Tipps irgendwie, ne? Ja, hier Tipp 1, besiegte Zombies bleiben besiegt, okay, okay. Das heißt, wenn hier jetzt einer rumläuft, dann sind die auf jeden Fall für immer weg, okay. Ausgenommen sind die Zombies auf der Oberwelt. Ja, ist logisch, also auf der Weltkarte, ne? Erlerne neue Magiefähigkeiten durch Levelaufstieg. Überprüfe deine Level im Menü unter Status. Betrittst du ein Zelt, kannst du dich ausruhen und somit deine Energie wieder aufladen. Ah, okay. Ich würde sagen, dann gehen wir mal kurz hier ins Zelt rein. Ausruhen, ja, machen wir. Also in den Zelten kann man sich hier ausruhen, okay. Dann HP und MP werden dann wieder hergestellt. Das ist natürlich sehr nice. Wir hatten nämlich ein bisschen Schaden, jetzt haben wir wieder volle Energie hier. Ja, und hier können wir natürlich speichern an der goldenen Statue. Das machen wir nochmal. So. Das heißt, wir würden in dem Sinne jetzt weiterlaufen nach Cliptown. Hier ist auf jeden Fall ein Zombie. Hier geht es jetzt nicht lang, aber hier ist noch so ein Schalter. Aber da kommen wir noch nicht vorbei an dem Weg hier noch. Da liegt irgendwie so ein Stein hier im Weg, okay. Oh. Auf jeden Fall ist da ein Schalter, Mann. Ich denke mal, wenn man den Schalter da oben betätigt, dann geht der Stein weg, der Felsen. Also hier kommt man auf jeden Fall nicht rauf, okay. Das heißt, wir besiegen jetzt erstmal hier den Zombie. Obwohl, da hinten ist noch ein Brunnen, sehe ich gerade. Ja, dann nehmen wir natürlich mit hier die 5G einmal. Sehr nice, sehr nice. Ja, und besiegen erstmal hier den Zombie. Sind sogar drei in dem Sinne noch. So, das heißt, Magie haben wir jetzt im Moment hier einmal. Magie, Schutz stärkt deine Verteidigung in der nächsten Runde. Und Heilung haben wir jetzt hier immerhin so ein bisschen. Magie können wir schon mal einsetzen. Wir machen aber ganz normal Angriff einmal hier. Ja, erstmal auf einen Zombie und dann auf die anderen beiden. Würde ich jetzt sagen, in dem Sinne. machen wir die erstmal platt, die Zombies hier. Ja, drei Stück sind's ja. Ich finde das ja recht nice gemacht, so Rollenspiel. Ja, mit Zombie-Story und so. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. So, die Zombies scheinen ein bisschen stärker geworden zu sein anscheinend. Ich sehe gerade, Elysia hat schon ein bisschen Energie verloren. Beziehungsweise fast die Hälfte. Ja, da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen. Nicht gut, nicht gut. Aber den ersten Zombie, den haben wir ja schon mal immerhin gekillt hier. So, greifen wir erstmal Zombie B an.
Ja, ich bin schon sehr gespannt, wie die Story dann in Clip Town weitergeht. Es war sogar ein Miss, okay, also nicht getroffen. Gar nicht gut. Ja, weiter auf Zombie B hier. Ich glaube, ich sollte gleich einmal heilen. Mit Elysia die Magie einmal einsetzen. Ich würde sagen, ja, das mache ich jetzt einmal auf Elysia erstmal, weil sie ja heilen kann. Während Tomoya erstmal weiter angreifen kann. Würde ich jetzt sagen. Und danach können wir natürlich auch Tomoya nochmal heilen in dem Sinne. Das machen wir natürlich auch nochmal schnell. So, und weiter Angriff. Das heißt, wir haben fast die Zombie-Horde hier, ja, besiegt in dem Sinne. Ja, sehr nice, sehr nice. Nicer als nice in dem Sinne, wie ich ja immer sage, ne? So, die drei Zombies sind auf jeden Fall besiegt. Das ist schon mal sehr nice. Und Tomoya hat jetzt Level 3 erreicht, okay. Ah, mit Sauerstoffspende hat er irgendwie erlernt, okay. Ja, dann gehen wir nochmal kurz ins Zelt hier. Und ruhen uns nochmal aus hier. Ja, damit wir natürlich alles wieder voll aufgefüllt haben hier. Und dann gehen wir da oben natürlich direkt rein in dieses, in die Höhle oder in das Bauwerk hier. Sieht da eher aus wie so eine Mine, ne? Moment, wie hieß der Ort? Was war das? Yarisa-Gebirge und das. Achso, die Yarisa-Höhlen sind das. Okay, okay. Ah, E1 stand da, glaube ich, irgendwie. Das heißt, wir haben hier anscheinend mehrere Ebenen, Stockwerke. Ja, eine Wasserflasche sacken wir natürlich auch noch ein hier. Nimm wir natürlich mit auf jeden Fall. So, rennen kann man in Dungeons ja nicht. Das heißt, wir müssen hier ganz langsam durch. Schauen wir mal, da unten rechts können wir natürlich jetzt lang und oben. Und dann sind an den Wänden auch so eine komischen Löcher. Ich glaube nicht, dass man da rein kann, oder? Ja, machen wir erstmal die Zombies hier platt und leveln uns ein bisschen auch so. Ja, so gesehen nebenbei ein bisschen auf hier. Ja, das ist natürlich auch das Geile am Rollenspiel, dass man da mal schön alles aufleveln kann, die Charaktere und so. Je höher man natürlich im Level kommt, desto stärker wird man. So, dann metzeln wir die beiden erstmal weg hier. Das mit dem Hintergrund ist auch sehr nice. Das passt auf jeden Fall hier zum Dungeon. Sehr cool gemacht auf jeden Fall, ne? Oh. Ja, können wir nur angreifen erstmal in dem Sinne die ganze Zeit hier. Bis die beiden weg sind. Einer noch und dann ist er platt hier. So, sehr nice, sehr nice. Und 10 XP auch nochmal und so. Okay, dann schauen wir erstmal, ich glaube, hier oben lang. Also hier ist noch so eine Tippstatue. Wenn ich jetzt aber unten lang gehen würde, dann ist da auf jeden Fall noch so eine Kiste. Also man muss ja nicht unbedingt hier mit den Zombies kämpfen, ne? Aber wenn die einmal besiegt sind, dann sind sie auf jeden Fall für immer weg. Wir gehen jetzt erstmal an dem Zombie vorbei. Ja, und holen uns hier die beiden Truhen. Was haben wir denn hier? Ein Bogen, okay. Das hat Tomoya, hat er schon Bogen, ne? Und noch eine Wasserflasche. Und hier ist irgendwie so ein Steinhaufen. Oh, jetzt kommt der Zombie direkt hier gerade den Weg entlang. Auch nice. Aber ich finde das schon cool gemacht. Also Zombies mag ich ja sehr gerne, so Zombie-Spiele. Und das halt ja kombiniert so mit Rollenspielelementen. Sehr geil gemacht auf jeden Fall. Merke, die Stärke eines Zombies hängt von seiner Haarfarbe ab. Ah, okay. Gelb bedeutet schwach, grün normal, blau stark und rot sehr stark. Ah, das muss ich mir merken. Gelb ist schwach, grün normal, blau stark und rot sehr stark. Ja, rot ist auch logisch. Die Farbe rot, das passt. Das kann man sich ganz gut merken eigentlich. Allerdings ist dies nur auf dem Kampfbildschirm zu erkennen. Ah, okay. Also wenn man jetzt hier an der Oberfläche guckt. Also hier sieht man das jetzt nicht an den Haaren. Okay, ich glaube, den einen Zombie, den lassen wir hier noch ein bisschen umherwandeln. Und gehen jetzt erstmal hier oben lang. Also den hier oben rechts müssten wir besiegen, wenn wir da lang gehen. Und hier links haben wir jetzt noch eine Truhe. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt erstmal die Truhe.
Wenn er uns jetzt nicht entgegenkommt, ich gehe jetzt... Nein! Ich wollte jetzt eigentlich nicht gegen ihn kämpfen. Aber hier haben wir jetzt auch noch so ein anderes, eine aggressive Fledermaus ist aufgetaucht. Nice, so eine Art Zombie-Fledermaus, kann man schon fast sagen, ne? Ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal den Zombie platt hier. Wenn man jetzt mal auf die Haare achtet bei dem Zombie, das sind ja eher so gelbliche Haare irgendwie, ne? Also müsste der eigentlich schwächer sein. Ich sehe gerade, Elise hat ein bisschen Heilbedarf. Ja, dann heilen wir sie erstmal und greifen natürlich mit Tomoya an und schauen erstmal. Ah, der Zombie hält aber einiges aus, ne? Na gut, für mich sieht die Haarfarbe sieht jetzt irgendwie für mich auf jeden Fall gelblich aus, so. Da muss ich auf jeden Fall jetzt mal öfters bei den Kämpfen drauf achten, ja, dank dieser Statue und dem Tipp, ne? Dann greifen wir jetzt erstmal die aggressive Fledermaus hier noch ein bisschen an. Ah, ich glaube, wir müssen gleich nochmal heilen, Na gut, wir haben gewonnen, okay, okay. Oh, ja, dann holen wir uns natürlich erstmal hier die Truhe. Heiliges Kreuz haben wir hier. Okay, okay, kann man eigentlich auch die, die Frage wäre natürlich die Zauber auch hier im Menü machen. Wir haben jetzt hier Skill, hätten wir hier. Moment, Magie, genau. Das kann man hier, glaube ich, nicht so verwenden, oder? Oh, und hier können wir, glaube ich, nur... Der Lore irgendwie. Die Lore rührt sich nicht vom Fleck. Finde irgendwas, um die Lore zu bewegen. Ach so, also hier kommen wir im Moment noch nicht weiter. Okay. Ja, dann gehen wir natürlich da hinten rechts rüber. Da müssen wir jetzt aber den Zombie besiegen. Ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell schlafen. Das dauert ja nicht lange. Einmal schnell raus hier. Den Zombie da, den werde ich da so am Leben lassen erstmal, denke ich mal. Ja, gehen wir uns nochmal schnell heilen. Das ist natürlich das Gute, dass hier so ein Zelt steht. Kann man sich schön ausruhen nebenbei. Sehr nice. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir natürlich wieder rein in die Höhle hier. In die Yarisa-Höhle und ja, schauen natürlich da oben rechts bei dem Zombie lang. Schauen wir mal. Auf jeden Fall ist das Spiel sehr nice gemacht. Jetzt läuft der Zombie. Eben hing er da irgendwie fest. Jetzt ist er am Laufen, okay. Ja, dann scheint das vom Spiel so ein Fehler zu sein anscheinend. Nee, jetzt bleibt er da wieder stehen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall gegen ihn kämpfen. Zombie ist aufgetaucht. Ja, zwei Stück. Das heißt, die metzeln wir jetzt einmal nieder hier. sehr nice auf jeden Fall. Wie gesagt, mir gefällt das Spiel auf jeden Fall hier sehr sogar. Das hat ja auch so ein bisschen was von Final Fantasy 6, so, also von, ja, vom Design her und so. Ja, angefangen mit Rollenspielen hatte ich ja damals mit Final Fantasy 7. Das war so das erste richtige Rollenspiel, was ich eigentlich so gespielt hatte. Ja, sehr, sehr nice. Gibt es ja auch inzwischen auf der Nintendo Switch jetzt. Und auch Final Fantasy 8 Remaster gibt es jetzt auch auf der Switch und so. Sehr, sehr geil. Wer die Teile noch nicht kennt, sollte die auf jeden Fall spielen. So, da oben ist auch noch ein Zombie. Nimm mal erstmal die Truhe hier. Okay, noch eine Wasserflasche. Der bewacht irgendwie anscheinend hier die Treppe bzw. die Leiter. Das heißt, den müssen wir besiegen. Ah, der hat jetzt grüne Haare hier, sehe ich gerade. Okay. Grün war, glaube ich, stark, ne? Bin ich der Meinung, wenn ich jetzt an die Statue denke, gerade. Oh. Rot ist ja sehr stark. Und. Ja, gelb war schwach. Oh. Ja, den machen wir trotzdem platt, würde ich jetzt sagen. Obwohl, der hat schon ganz schön viel Energie abgezogen. Das geht ja schon recht schnell. Mit der Energie. So schnell nach unten in dem Sinne noch. Nein, jetzt sehe ich gerade, hat Elysia ganz schön viel Energie verloren. Dann müssen wir mal ein bisschen heilen nebenbei, das passt. Zum Glück haben wir den Zauber erlernt. Können wir natürlich schön nebenbei heilen und so. Das ist natürlich sehr nice, ne? So, Zombie ist auf jeden Fall besiegt.
Das heißt, wir können jetzt hier die Leiter einmal hoch. Jetzt haben wir hier die Arisa-Höhlen E2, also... Okay, okay, eine andere Ebene in dem Sinne. Da hinten drüben links sehe ich gerade, da geht es dann wieder runter. Denk mal, das war unten der Raum, wo wir nach links kamen, hätten kommen können. Beziehungsweise mit der Leiter kommen wir dann hin. Eine schöne Truhe haben wir hier unten auch noch. Oh, hier ist eigentlich eher nix. Die Zombies lasse ich eigentlich jetzt erstmal in Frieden. Zumindest wenn wir denen aus dem Weg gehen können. Ja, damit wir hier natürlich ein bisschen weiterkommen. Man weiß aber auch manchmal nicht, wo sie hinlaufen. Die laufen immer so stückchenweise. Oh. Komm, geh weg, Zombie. Mensch. Nein. Okay, dann sind wir doch noch dran vorbeigekommen, ohne zu kämpfen. Was haben wir hier? Jedenfalls, das erinnert mich gerade an Minecraft hier mit der Spitzhacke und so. Ölkanister gefunden. Du kannst damit die Lore in E1 bewegen. Ah, okay, okay, okay. Nice. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder zurück, aber die Zombies versuchen uns hier so ein bisschen einzuzingeln. Oh mein Gott. Ja, da müssen wir natürlich doch gegen den kämpfen. Dann würde ich sagen, heil dich erstmal Tomoya. Und greif erstmal die Fledermaus an hier. Die aggressive in dem Sinne. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen. Die MP, die werden natürlich auch nebenbei verbraucht. Ja, während wir den Heilungszauber immer einsetzen, ist es ja logisch, dass das auch verbraucht wird an MP, die Mana-Punkte, Magie-Punkte. Ja, kennt man ja von Rollenspielen im Allgemeinen. So, machen wir den Zombie auch noch platt hier. So, der hat wieder so hellere gelbe Farbe, Haare gehabt, ne? Zumindest sah das gerade wieder so aus. Level 4 erreicht. Ich glaube, Elysia hat Level 4 erreicht. Okay, okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Jetzt können wir ja die Lore bewegen. Diese Löcher, die haben jetzt nichts zu sagen. Nur anscheinend nicht. Okay. Ja, gehen wir erstmal ganz entspannt hier wieder zurück zur Lore. Jetzt können wir die ja bewegen und dann schauen wir mal. Elysia verwendet den Ölkanister, um die Lore zu bewegen. Okay, nice. Bewegen können wir uns gerade nicht, okay. Ah, jetzt aber wieder. Das heißt, okay, man muss dann immer erst das Öldings da oben holen, dann hier runter und die Lore bewegen. Oh, das ist natürlich schon mal sehr nice. Ja, Kisten nehmen wir natürlich mit, können immer schön wertvolle Sachen drin sein. Hier sogar 20G, okay. So, mal ein bisschen mehr drin. Sehr nice. Kräutertee haben wir auch nochmal hier. Ah, okay, heilt sogar 50% der MP. Wir können ja mal eigentlich einen Gegenstand einnehmen. Den Kräutertee könnte zum Beispiel hier Elysia einmal gebrauchen in dem Sinne. Und die Wasserflasche, würde ich jetzt sagen, machen wir auch mal auf Elysia und auf hier Tomoya. Hatten wir jetzt da immerhin noch ein paar mit. So, dann schauen wir mal. An dem Zombie möchte ich erstmal eigentlich so vorbei. Ah, es war klar, dass er jetzt runterkommt. Ah, gefährlich, gefährlich. Er läuft, glaube ich, immer so im Kreis, wenn man jetzt mal hinschaut. Immer so ein Kreisweg, ne? Ja, Tatsache. Oh. Das ist sogar so eine Kristalle an der Wand hier. Nee, geh weg, Zombie. Erstmal wollen wir nicht kämpfen gegen dich. So, ich sehe gerade da unten. Da müssen wir, glaube ich, weiter. Wir holen natürlich erstmal die Truhe hier. Auch sehr mysteriös, die Höhle. Mit dem mysteriösen Soundtrack im Hintergrund. Aber sehr nice gemacht. Jetzt kommt der Zombie hier hoch. Nein, Zombie, geh weg. Nicht gut. Och nö. Schnell rüber. Ja, die kann man natürlich immer noch platt machen. Oder an der Oberwelt. Da kann man natürlich auch noch ein bisschen trainieren und kämpfen. Wenn wir jetzt ein bisschen Erfahrung brauchen. So, ich sehe gerade, wir können hier unten links auch entlang. Oh, hier ist noch eine Truhe. Also nur eine Truhe. Dann nehmen wir erstmal nur die Truhe hier mit. Das ist da unten links. Da müssen wir sogar lang.
schnell nehmen, 20G und weiter. Zombie ist auf jeden Fall nicht an uns rangeraten, beziehungsweise hat uns nicht berührt. Ja, schauen wir erstmal weiter. Wie gesagt, leveln kann man auch an der Oberwelt. Man kann natürlich irgendwann die Zombies auch nochmal mitnehmen. So, wir sind anscheinend in Clip Town. Okay, okay. Nice. Oh nein, sieh nur, Tomoya. Es ist niemand mehr hier. Ja, das hatte ich eben auch schon gerade so im Gefühl, weil hier alles kaputt ist. Kaputt aussieht. Oha. Nun, ich schätze, das war zu erwarten. So wie das Dorf aussieht, scheint es hier heftige Kämpfe während unserer Abwesenheit gegeben zu haben. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Sind etwa alle tot? All unsere Freunde, all die unschuldigen Menschen. Sieht so aus. Aber Elysia, ich finde, das ist noch ein Grund mehr, alle Zombies auszulöschen. Ja, die können wir auf jeden Fall alle platt machen, würde ich sagen, oder? Denn so können wir die Menschen, die sie einmal waren, vielleicht von ihrem Leid erlösen. Ja, vielleicht hast du recht. Aber Tomoya, ich wünschte, es gäbe noch einen anderen Weg, als sie zu... Was war das? Wer hat da geschrien? Okay, das war richtig lautes Gekreische gerade. Elysia, sieh mal, dort vorne. Okay. Was ist denn da? Ah, hier. Auf jeden Fall noch zwei Überlebende. Aurelia heißt die hier, okay? Vater, bitte, sei vorsichtig. Der Vater heißt dann Marco, okay. Aurelia, bleib dicht hinter mir, Liebling. Hier, nimm das, du verdammtes Mistvieh, würde ich jetzt sagen. Verdammt, es bringt nichts. Ich bin nicht stark genug. Oh, Vater, bitte. Warum hilft uns denn keiner? Ich will nicht sterben. Ich will kein Zombie werden. Das sind doch Überlebende. Ja, aber nicht mehr lange, wie es aussieht. Los, Tomoya, wir müssen ihnen helfen. Vielleicht schaffen wir es noch rechtzeitig. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ich würde sagen, wir speichern jetzt erstmal ganz kurz hier nochmal schnell. Und dann helfen wir den beiden natürlich, würde ich sagen, ne? So, was wäre dann hier links, wenn wir hier noch hin... Ah, da ist nichts, da kommen wir nicht vorbei. Okay, okay. Dann schauen wir natürlich gleich runter zu denen und helfen denen. Hier ist noch Willkommen in Clip Town. Ja, sehr nice, sehr nice. Ach ja, hier können wir ja wieder rennen. Hier sind wir ja nicht mehr im Dungeon. Da muss man immer dran denken, wenn man aus dem Dungeon rauskommt, hier den B-Knopf drücken und dann kann man viel schneller durch die Welt rennen. Wir könnten natürlich auch noch hier überall reingucken, wenn das gehen würde. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Okay. Ich würde sagen, dann rennen wir erstmal hier runter. Wo waren das? Ach, da oben sind die. Dann rennen wir erstmal zu denen hin und helfen denen. Das ist doch Herr Daggett und seine Tochter Aurelia. Haltet durch, ihr beiden. Das kann doch nicht sein. Elysia und Tomoya, seid ihr es wirklich? Ja klar. Schnell, ihr müsst euch in Sicherheit bringen. Nein, bitte Elysia, bitte hilf uns. Wir schaffen es nicht. Bitte, ich habe solche Angst. Wir sind hier, um euch zu retten. Los, Tomoya. So ist es. Hey, schaut hierher, ihr verdammten Zombies. Ey, mach mal platt, würde ich sagen, oder? Um Gottes Willen, nicht doch. Vernichten wir sie, Elysia. Ja. Ja, hopp, würde ich sagen. Rauf ins Gemetzel hier. Der eine hat jetzt auch wieder grüne Haare, sehe ich gerade da. Okay, okay, okay. Da möchte ich jetzt so öfters drauf achten, so nebenbei. Der müsste stärker sein. Der andere ist dann nicht so stark. Dann machen wir erstmal den auf B hier. Den Zombie B. Metzeln wir erstmal ihn weg. Ja, sehr nice. Das ging ja mal recht zügig gerade.
Ja, nice, nice, nice auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Clip Town ist schon verlassen in dem Sinne. Ja, ich denke mal von der Zombie-Flut überschwemmt und verlassen der Ort hier. Man sieht auch gerade im Kampf hier das Menü im Hintergrund. Ja, alles passend, entsprechend im Spielgeschehen angepasst. Das ist natürlich sehr nice. Er kann aber auch ganz schön viel abziehen. Ich sehe gerade, Elysia hat schon wieder fast die Hälfte weniger an Energie. Ja, Level 4 hat Tomoya sogar erreicht gerade. Okay. Das heißt, wir haben sogar die beiden besiegt, die hier waren. Ist alles in Ordnung? Seid ihr verletzt? Du Dummerchen, das sollten wir wohl eher euch fragen. Oh, Elysia. Ihr habt uns das Leben gerettet. Sehr nice. Ich danke euch so sehr. Schon gut, Aurelia. Jetzt ist alles wieder gut. Nun, ich muss mich wohl auch bei euch bedanken. Ja. Ein Danke ist natürlich angebracht auf jeden Fall. Wärt ihr nicht rechtzeitig gekommen, hätten wir nur wenige Überlebenschancen gehabt. Wenn überhaupt. Schon gut, alter Freund. Vater, wir müssen uns doch irgendwie erkenntlich zeigen. Nur die Ruhe, mein Schatz. Die beiden sind sicher erschöpft und haben viel zu erzählen. Hört mal, ihr zwei. Hättet ihr etwas dagegen, wenn ich euch ins Haus einlade? Dort ist es in der Nacht zumindest sicherer als hier draußen. Und wir haben uns schon ewig nicht mehr gesehen. Ich würde mich brennend dafür interessieren, wie ihr es geschafft habt, so lange außerhalb des Dorfes zu überleben. Die Einladung nehmen wir gerne an, Herr Daggett. Tomoya und ich werden euch alles erzählen. Ja, sehr nice, sehr nice. Sehr schön, aber nennt mich bitte einfach Marco. In diesen Zeiten haben Formalitäten keine Relevanz mehr. Ah, da ist das Haus anscheinend mit der normalen Tür, ne? Kommt, hier geht es rein. Okay, okay. Ja, das ist natürlich sehr, sehr nice auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier die beiden gerettet. Das ist natürlich sehr cool. Hier haben wir auch noch so einen Brunnen. Den können wir... Wohl, da ist diesmal nichts drin. Okay. Ja, ich würde sagen, genau hier an dieser Stelle geht es im nächsten Part auf jeden Fall weiter. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Like da lasst, einen Daumen hoch in dem Sinne. Ja, ein Abo. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke auf jeden Fall auf dem Kanal. Ja, damit ihr natürlich nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.